Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir hatten in der letzten Folge mit der lieben Sarah Sona hier gerettet, sage ich jetzt mal. Und müssen mal gucken, wo wir sie hinbringen. Also ja, das wir müssen auch mit Sam und so weiter reden, auch noch. Ich weiß nicht warum. Barrett war in der letzten Folge auch angepisst auf uns und ich weiß nicht wofür, was ich jetzt falsch gemacht habe. So, Mass District. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit ihr? Mit der Sona und sind Sam und so weiter auch angepisst auf uns? Muss ich da auch irgendwie was retten? Ich weiß es nicht. Zeit. Was gibt's? Was? Bedrückt dich was? Darf ich dir ein paar... Du bist weg. Ciao. Ciao. Frag mich gerade so einiges. So. Gehen wir hier hoch. Wir müssen ja eh hier hoch. So, und nach oben. Genau. Mit dem Commander reden. Da hinten. Genau hier, mit dem hier. Admiral. Willkommen zurück. Habt ihr Antworten gefunden? Wir haben Antworten um diese Genmarken gefunden. Wir haben es für die Soldaten getan, denen diese Genmarken gehörten. Und wir haben es für ein dort von der Außenwelt abgeschnittenes Kind von zwei überlebenden Crewmitgliedern getan. Nach dem Tod ihrer Eltern war dieses arme Mädchen jahrelang auf dieser feindseligen Welt. Allein. Wir haben sie im Stich gelassen, Admiral. Das tut mir leid. Aber wie hätten wir das wissen können? Entschuldige dich, lieber Persona. Indem du die Crew aufgegeben hast, wurde das Andenken an sie entehrt. Ich würde das hier sagen. Wie kannst du es wagen? Tausende starben, weil sie an die Ideale der United Colonies glaubten. Das weiß ich, weil ich jede einzelne ihrer Todesnachrichten unterzeichnet habe. Also sag mir nicht, ich hätte etwas entehrt. Ich betrauere diese Tausende jeden Tag meines Lebens. Wir zweifeln nicht an deiner Integrität, Admiral. Wir bedauern lediglich, wie diese Situation beigelegt wurde. Du hast absolut recht, Sarah. Die Situation wurde schlecht gehandhabt. Aber eines kann ich versichern. Die Namen dieser Männer und Frauen werden nie in Vergessenheit geraten. Dafür sorge ich persönlich. Danke. Admiral. Viel Glück euch beiden. Es war mir eine Ehre. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir uns mit Sona unterhalten. Die Ärmste wartet in der Loge auf uns. Okay, zur Loge. Wird die jetzt ein neues Mitglied der Constellation oder wie? Können wir so auch neue Mitglieder der Constellation für die anderen irgendwie hinkriegen? So, ich weiß nicht, ob Barrett jemanden kennt da oder Sam noch jemanden irgendwie gefunden haben möchte. So, auf zur zur Loge. Und weg ist es. Nice. Ich finde es manchmal lustig, wie man hier so einfach über alles hinweg so springt.
zur Loge. Da waren wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Perfekter Ort, um sich zu erholen und auf die nächste Mission vorzubereiten. Ja, wir suchen jetzt erstmal Sona. Hier, da ist sie. Ja? Wolltest du über irgendwas reden? Da seid ihr ja. Ich hab mich schon gefragt, wann ihr kommt. Hallo, Sona. Wie ich sehe, hast du die Loge problemlos gefunden. Ja, aber es war schon schwierig. Die ganzen Leute. So viele auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. War bestimmt beängstigend. Keine Sorge, niemand wird dir was tun. Hoffentlich gefällt es dir hier. Wie hast du überhaupt allein hierher gefunden? Sarah hat es mir erklärt. Das kann sie echt gut. Dieses Ned-Ding war super cool. Wie Magie oder so. Wie irgendwas aus den Geschichten, die Mama mir immer vorgelesen hat. Aber am schwierigsten war, dass mich alle anstarren. Die ganzen Leute an einem Ort, das macht mir irgendwie Angst. Keine Ahnung warum. Ja, war bestimmt beängstigend. Ja, aber ich muss jetzt wohl tapfer sein. Du bist einer der tapfersten Menschen, die ich kenne. Also, was meinst du? Gefällt es dir hier, Sona? In der Loge? Ja, hier ist alles so riesig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Du bist bestimmt Quintillionärin, Sarah. Ah, schön wär's. Das hier gehört nicht mir allein. Es gehört allen, die Teil von Constellation sind. Und es sollte auch dir gehören, Sona. Ich möchte, dass du bleibst und es zu deinem Zuhause machst. Wow. Kann ich dann mit euch auf Erkundungstour gehen? Oder kriege ich dann mein eigenes Schiff? Später, du hast noch viel zu lernen. Lass dir doch einfach ein bisschen Zeit, dann reden wir darüber. Ja, Tante Sarah wird dir ein Schiff kaufen. Tja, Tante Sarah kann sich das gerade nicht so ganz leisten, aber sie kann dir die beste Entdeckerausbildung der Galaxie zukommen lassen. Verstehe. Oh, und keine Sorge, ich lerne schnell. Also mach dich schon mal auf ein neues Constellation-Mitglied gefasst, das Missionen annimmt. Ich kann's kaum erwarten. Wie auch immer. Danke, dass ich hier bleiben darf. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ganz bestimmt nicht. Ich finde, Sona sollte sich erstmal einleben. Ich würde jetzt gerne das Koloniekriegsdenkmal besuchen. Ich möchte den Leuten die letzte Ehre erweisen. Ja, okay. Alles klar, Tante Sarah. Gehen wir hin. Ne, das fand ich jetzt schon ein bisschen lustig. So, okay, Koloniekriegsdenkmal. Da wollen wir jetzt hin. Wo ist denn das? Irgendwo da hinten. Eins von den beiden auf jeden Fall. So, an dem großen Baum hier auch noch wahrscheinlich vorbei. Ich habe mir den Baum nie richtig angesehen gehabt, wo Kelten hier mal. Ohne dich hätte das übel ausgehen können. Danke, dass du zugehört hast. Gewalt und Gefahr sind in Neon an der Tagesordnung. Doch das Feuergefecht im Elektrizitätswerk von Genadyne hat die Hallen der Macht erschüttert. Eine kryptische Erklärung von Genadyne bestätigt den Zwischenfall und den Diebstahl patentierter Technologie. In einem Exklusivinterview mit SNN sagt die Sprecherin, dass die Pläne für das Verteilernetz gestohlen worden seien. Sie spricht von Industriespionage. Die Neon Security bemüht sich nun gemeinsam mit Genadyne, der jüngsten Katastrophe auf den Grund zu gehen. Ups. Das Herz der besiedelten Systeme. Upsi, das waren wir. Obwohl, das war eigentlich sie, die geschossen hatte. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das friedlich gelöst. Ja, ich muss wohl mit deinem Anwalt reden. Was? Sarah folgt mir schon wieder nicht länger. Hast du wirklich, dass Freestar und UC die Forschungsanlage gemeinsam gerettet haben? Ja, ich glaube das.
Das ist ein Zeichen, dass der Waffenstillstand ernst gemeint ist. Sprich mit Sarah. Das an. Die Leben dieser ganzen Leute. Eingedampft auf Namen an einer Wand. Wie nah ich wohl dran war, auch nur noch ein Name zu sein. Du gehst zu hart mit dir ins Gericht. Wenn sich jemand an den Namen erinnert, ist man nicht ganz vergessen. Diese Leute haben einen hohen Preis für das bezahlt, woran sie geglaubt haben. Ich habe zusammen mit ihnen gedient und einige von ihnen sterben sehen. Es ist gut gemeint, aber für mich werden sie stets mehr als nur Namen sein. Ich tue nur das, was ich für dich am besten halte. Flirten, ich sage das nur, weil du mir etwas bedeutest, Sarah. Du bedeutest mir auch etwas. Komm, wir wollen ja weiter mit ihr flirten. Es gibt eine Art von Verbindung zwischen uns, über die wir, glaube ich, reden müssen. Ich möchte noch kurz hier bleiben. Dann können wir zum Wasserfall gehen und uns ungestört unterhalten. Okay. Muss ich sie die ganze Zeit anstarren? Ich würde gern... Okay, bin bereit. Okay. Los geht's. Ich habe mich gerade ein bisschen wie so ein Creep angefühlt, weil... Sie wollte noch ein Weilchen hier bleiben und ich konnte jetzt nicht einfach aufhören, hier die anzustarren. Also der Charakter hier. So, das sind aber... So, warte mal. Sind schon auf jeden Fall ein paar Namen. So, wo wollte sie hin? Zum Wasserfall, hat sie gesagt. Es ist nicht mehr weit. Ich glaube, du hast noch etwas Geduld. Dann erkläre ich dir alles. Versprochen. Wo muss ich hin fürs Wasserfall? Muss ich auch darunter? Wo ist denn das Wasserfall? Sarah? Es ist nicht mehr weit. Ich glaube, du möchtest hören, was ich dir am Wasserfall zu sagen habe. Ja. Hab noch etwas Geduld. Wo ist der Wasserfall? Versprochen. So, kann ich das hier einmal deaktivieren? Dass dann nur der... Ah, okay. Das war schon derselbe Weg, der richtige Weg. Okay. Okay, wo geht's zum Wasserfall? Raumhafen. Dort haben wir einen Wasserfall. Okay, dann müssen wir da lang. So, Ladebildschirm. Wie schön. Da muss ich hin. Okay, wie komme ich am besten dahin? Erklärt mir das einer? Muss ich aufs Unterdeck ziehen. Manchmal ist es eben einfach da. So. Hä, wo ist die Wegmarkierung hin? Ich will wissen, wo ich hier wieder hinkomme. Wie komme ich dahin? Oh Gott, ich trete buchstäblich. In deine Fußstapfen. Was macht er hier? Wie cool ist das denn? Okay, unser Fan ist hier. Wo führt das hier hin? Ebene wählen. Unterdeck, Wasserfall. Ah, hier Wasserfallpromenade. Da geht's hin. Warte mal. Crew.
So, riesiger Fan, nicht zugewiesen. So. Ah, okay. Den kann ich nicht zuweisen, alles voll. So, Sarah, kommst du? Also ich finde, das ist jetzt schon eine interessante Quest hier. Kleine interessante Reihe. Wenn es mir in der Loge zu viel wird, komme ich gern hierher, um, du weißt schon, quasi dahin zu schmelzen. Wunderschön hier, oder? Ich war überall in den besiedelten Systemen. Doch genau dieser Ort, diese Stelle, ist in der Galaxie einzigartig. Das ist der perfekte Ort für ein Stell dich ein. Was ist jetzt ein Stell dich ein? Was macht diesen Ort so? Ja, dass ich auch so mache. Ich nehme das als Kompliment an meinen Forschergeist. Hier oben lasse ich mir durch den Kopf gehen, worüber wir in der Constellation gestritten haben. An diesem Ort habe ich schon so viele Entscheidungen getroffen. Scheinen ein, bestimmt waren das gute Entscheidungen. Scheint ein idealer Ort zum Nachdenken zu sein. Und genau darum habe ich dich hergebeten. Ich wollte mit dir über etwas ziemlich Wichtiges reden. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Du kannst mir alles sagen. Ich bin für dich da, Sarah. Du willst mich über den Tisch ziehen, was? Ich bin für dich da, Sarah. Das weiß ich. Gib mir nur einen Augenblick. Ich habe einiges zu sagen. Es geht um meine Rückkehr nach Cassiopeia. Was wir über Sona erfahren haben, lässt mir einfach keine Ruhe. Es mag verrückt klingen, aber die Einsamkeit dieses jungen Mädchens erinnert mich an mich selbst. Und du bist nicht allein, du hast mich. Ihr habt beide viel durchgemacht. Du unterschätzt dich. Du setzt Sonas Lage mit deiner eigenen gleich. Ihr habt beide viel durchgemacht. Naja, im Vergleich mit Sona hatte ich es leicht. Mein Leben lang war ich von Leuten umgeben. Bei der Constellation, dem Navigator Corps, sogar dem UC-Militär. Gleichwohl war ich immer so weit weg, wie sehr ich auch dazugehören wollte. Okay, das liegt nicht an dir. Du hattest einfach Pech, mehr nicht. Menschen sind oft unberechenbar, das kann schwierig sein. Mag sein. Und weil es so schwierig ist, zermürbt es mich. Vergiss die Vergangenheit. Was du jetzt hast, zählt. Du verdienst jemanden, der deine Gefühle versteht. Du hast dich bloß verirrt und brauchst Hilfe, wieder auf deinen Weg zu kommen. Es wäre wundervoll, so jemanden zu finden. Warte mal, was genau willst du sagen? Freundschaft, was auch passiert, wir werden immer enge Freunde sein. Beziehung, ich sage, dass ich dich liebe, Sarah. Bis in alle Ewigkeit. Wir können sie in die Friendzone stecken oder mit ihr... Komm, wir machen das hier. Sorry, ich muss mich nur einen Augenblick sammeln. Sie steckt uns in die Friendzone. Dass du auf eine feste Beziehung aus bist. Du willst mir nah sein. Also, wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst, dann will ich es auch. Dazu bin ich schon lange bereit, Freundschaft. Das geht alles zu schnell. Wir sollten gute Freunde bleiben, fürs Erste. Bist du sicher, dass du das willst? Eine feste Beziehung? Alter, man hinterfragt sowas nicht. Du bist wirklich besonders. So was passiert ein. Man debattiert über sowas nicht. Selbstzweifel, gewann an Selbstvertrauen und so viel mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich ganz.
Und mit dir an meiner Seite wird dieses Gefühl ewig währen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich werde dich immer lieben. So. Ach so, und sie gibt mir dafür auch erstmal als 8500 auch noch dafür. Okay. Sieht mich jetzt als Meine Verbündeten. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Oh. Sie war mal wieder auf einer Sightseeing-Kreuzfahrt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass deine Mutter noch lebt. Oh, also, das überrascht mich. Hast du vielleicht Angst, ich könnte dich gegenüber deiner Familie blamieren? Sightseeing? Warum solltest du... Oh, verstehe. Wir haben nie darüber geredet, oder? Meine Mutter lebt ziemlich abgeschieden. Daher haben wir nur sehr selten Kontakt zueinander. Das ist sehr schade. Familie ist wichtig. Das kann ich verstehen. Verständlich. Das Familienleben kann einen ausbremsen. Ja, ganz genau. Wenn man jung ist, besteht alles nur aus Welpen und Eiscreme. Aber ehe man sich's versieht, versuchen die Eltern, dein Leben zu kontrollieren. Ja, wir können das Thema wechseln, wenn du willst. Nein, wir hätten schon viel früher darüber reden sollen. Du musst wissen, dass meine Eltern beide Diplomaten bei der administrativen Division der UC waren. Nachdem ich mit der Schule fertig war, haben sie mich für eine einjährige Ausbildung in ihrer Abteilung angemeldet. Ohne mich zu fragen. So, sie wollten wohl, dass du in ihre Fußstapfen trittst? Du hättest einfach ablehnen können? Du hattest überhaupt gar kein Mitspracherecht? Hey, ich war 18, gerade mit der Schule fertig und habe meine Eltern vergöttert und ihnen vertraut. Sie dachten bestimmt, dass sie das Beste für ihre Tochter tun. Was wusste ich denn schon? Sie wollten wohl, dass du in ihre Fußstapfen trittst. Wollen ist das falsche Verb. Verlangen wäre treffender. Ich wurde für die Ausbildung nach Cydonia geschickt, wo ich politische Richtlinien ausarbeiten und Handelsdispute schlichten musste. Das einzig Gute an dem Job war, dass ich dadurch jeden einzelnen Quadratzentimeter des Mars erkunden konnte. Da hatte ich also das Erkundungsfieber gepackt. Ich kann mir keine langweiligere Ausbildung vorstellen. Warum war es für dich so erfüllt, den Mars zu erkunden? Ich war das erste Mal überhaupt alleine auf einer anderen Welt. Ich meine, Jameson ist toll, keine Frage. Aber für mich war es einfach nur die langweilige alte Heimat. Der Mars war eine Offenbarung. Oh, ich nutzte jede Sekunde, um den Planeten zu erkunden. Da hatte ich also das in Erkundungsfieber gepackt. Gnadenlos gepackt. Die diplomatische Ausbildung warf ich ein paar Monate vor dem Ende hin und ging dann zur UC Navy. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert. Wir stritten uns heftig und brachen den Kontakt komplett ab. Das war sicher eine sehr schwierige Zeit für dich. Gut, ohne sie warst du besser dran. Es braucht Mut, so etwas zu machen. Ja, ich war stolz auf mich. Eine Weile lang. Weißt du, mein Vater ist gefallen in den ersten Stunden des Koloniekriegs. Bei der Beerdigung auf Jameson haben meine Mutter und ich uns geschworen, dass wir in Kontakt bleiben. Das mit deinem Vater tut mir leid, als wäre dein Leben nicht schon schwer genug. Du hättest mir das schon längst erzählen sollen. Wie genau ist dein Vater gestorben? Ich will jetzt nicht die alten Wunden aufreißen, das mit deinem Vater tut mir leid. Bist du süß. Immer sorgst du dich um meine Gefühle. Deswegen habe ich mich in dich verliebt. Dein Lächeln, deine Fürsorge. Sie erhellen die dunkelsten Tage. Hör mal, ich will ganz offen mit dir sein. Wir reden über Familie. Da frage ich mich, wo unsere eigene Beziehung steht. Warum, wo ist das Problem? Ich werde dich immer unsterblich lieb, so Bindung. Ich will die Zukunft mit dir verbringen, für immer. Komm, machen wir das. Meinst du das ernst? Wir kriegen jetzt aber keine Kinder, oder? Wir beide. Von diesem Moment habe ich geträumt. Doch jetzt verschlägt es mir die Sprache. Wie wäre es mit ja? Du musst nichts sagen. Versprich mir nur, dass unsere Liebe
Du musst nichts sagen, komm. Dann weißt du, dass meine Antwort ja lautet. 1000-mal ja. Ich muss jetzt erst einmal über die Zeremonie nachdenken. Was? Ich habe schon einige Ideen, wie wir das angehen. Bitte was? Was? Ich hatte immer davon geträumt, die Liebe meines Lebens zu finden. Und nun bist du hier. Hier an meiner Seite. Was? Was passiert jetzt gerade? War das jetzt ein Heiratsantrag? Was? Sprich mit Sam Coe. Ich möchte jetzt erstmal nicht mit Sam reden. Kann ich mit ihm nochmal reden? Na, was gibt's Neues? Flirten? Darf ich dir etwas sagen? Komm, machen wir was. Red nur weiter. Dich zu lieben ist ein wahr gewordener Traum. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Für alle Zeiten. Ich hätte nie gedacht, jemand so etwas wie unsere Liebe zu finden. Seit wir uns kennen, ziehen deine wunderschönen Augen mich in deinen Bann. Ich hätte nie geglaubt, jemanden einmal so zu lieben wie dich. Hier, das ist alles so ein bisschen... hier neckt man sich nicht. Das fehlt mir, dass man sich ein bisschen so ärgert, ein bisschen neckt. Das fehlt mir hier. Das ist alles so dieses, wer will sowas, dass die ganze Zeit nur sowas gesagt wird? Ein bisschen so gegenseitig ansticheln, hier ein bisschen ärgern. Hab ich was Falsches gesagt? Komm, irgendwas nehme ich jetzt mal das. So jemanden wie dich habe ich nicht verdient. Wie konnte ich solches Glück haben? So, wie geht es dir mit unserer Beziehung? Wie soll ich es ausdrücken? Mit dir zusammen zu sein... Auch wie die Stimme immer verstellt wird. ...ist ein Traum, der in Erfüllung ging. Ich sage das nur ungern, aber unsere Beziehung läuft nicht gut. Das ist schön zu hören, Sarah. Das ist schön zu hören, Sarah. Gut, gib einfach Bescheid, falls du über unsere Beziehung reden willst. Schließlich warst du oft genug für mich da. Ja, war echt schön, mit dir zu reden. Läuft ihr mir jetzt noch hinterher? Ne, aber ich finde das ein bisschen so gestellt. Hier, kommt ihr jetzt hinterher? Was macht ihr jetzt? Bleibt ihr jetzt da stehen, oder wie? Passiert hier noch was? Ah, okay, jetzt kommt sie hinterher. Ich verstehe gerade echt nicht, was hier passiert alles. Aber auch, warum muss man so gestellt reden, wenn man... Und immer so, hier das Necken, das Ansticheln hier, das fehlt mir. Dass die so komisch reden und nicht wie normale Menschen. So, dass die immer versuchen hier die... Rund um die Uhr, die Stimme, wie erklärt man das? Also, klang für mich auf jeden Fall nicht so, als wäre es normal. Aber warte mal, ich wollte eigentlich Sarah auch meine Bude zeigen. Wo waren die? Im Wohndistrikt, ne? So, Wohndistrikt, gehen wir mal dahin. Mal gucken, ob ich ihr das zeigen kann. Was sie dann dazu sagt, dass wir ein schickes Haus haben auf jeden Fall. Ne, oder ne, eine schicke Bude auf jeden Fall. In welchem Turm war denn das? Das ist jetzt die Frage. Apollo war das, glaube ich, nicht, oder? Ne, Apollo war es nicht. Athena Tower? War es Athena Tower? Da gibt es wieder Nachrichten. Was die Baupläne angeht. Verschiedene Zonen, die momentan reine Wohngebiete sind, möchten Heimgewerbe erlauben. Die
Dieses scheinbar simple Vorhaben hat zu einer bitteren und bisher unlösbaren Kontroverse geführt. Beim letzten Treffen kam es zu hitzigen Wortgefechten zwischen Bürgern, weshalb die Sache hinter verschlossenen Türen weiterverhandelt wurde. Doch auch das hat zu keiner Lösung geführt. Das Systems News Network. Nachrichten, ja, okay. Denen Sie vertrauen können. Gut, Leute mit Dienstmarken zu sehen. So, Mercury Tower, ich glaube, hier war das. Wo? Ah, hier, genau, hier war unser Penthouse. Können wir das mal Sarah zeigen? So, Sarah, das ist übrigens unsere Bude hier, ja? Fühl dich wie zu Hause. Na du, schön dich zu sehen. Na du? Du gehst? Oh, ja, hier. So ist das also. Ja, guck mal, das ist unser Zuhause, Sarah. Warte, da ist ja auch noch eine Tür. Was haben wir denn hier? Okay, hier könnten wir dann Lebensmittel und so weiter reinpacken. Hier das große Badezimmer. Hier Wäscheraum, Arbeitszimmer. Sarah, guck dir das ruhig an. Hier, das ist unser Zimmer. Und das ist unser Badezimmer hier. Komm, guck dir das an. Wir haben sogar einen eigenen Balkon hier, ja? Sag einfach, wenn ich dir helfen kann. Bleib nicht so lange weg. Nö, hab ich nicht vor. Oh, hier sind Seifenspender. Wofür ich... Ich glaube, das könnte man als... keine Ahnung, was für einen Raum nutzen. Keine Ahnung, ganz ehrlich, wie man so ein Penthouse füllt. In Videospielen. So, jetzt. Ja, ich würde jetzt aber einen kleinen Break machen, einen kleinen Cut hier. Und weil ich jetzt momentan ein bisschen überfordert bin, was hier gerade mit Sarah passiert. Also mit uns und Sarah. Weil, war das jetzt wirklich ein Heiratsantrag gerade, wo sie Ja geantwortet hatte? Ich weiß es nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, beziehungsweise für euch wird das nur ein kleiner Cut sein. Und ja, für mich wird es ein bisschen länger sein dazwischen. Dann bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Wir hatten jetzt mit Sarah ein langes Gespräch gehabt, ja? Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt noch machen sollte. Obwohl, wir könnten ja eigentlich auch mal mit den... Oh, warte. Bringe die Beweise zu Lieutenant Toft. Ich habe noch Beweise. Dann lass mal das eben schnell machen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da noch ein bisschen was offen hatte. So, Raumhafen. Wollen wir mal direkt los? Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt mit Sarah weitergehen wird. Wir haben ihr jetzt aus Versehen einen Antrag gemacht. Oh, soll ich das mal berechnen? Was? Wer will hier was berechnen? Ich habe keine Ahnung. Aber dann können wir auch noch mal kurz mit Sam reden. Wenn die Schicht nicht bald rum ist. So, da haben wir Vasco. Draußen. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Captain, grüße.
Gibt es irgendwelche Unterlagen zu diesen sogenannten Sternblütern? Meine Datenbank der Menschheitsgeschichte ist zwar nicht vollständig, aber doch äußerst umfassend. Ich kann keine relevanten Verweise finden. Aus der ungewöhnlichen Natur der Begegnung lässt sich schließen, dass vergleichbare Ereignisse dokumentiert worden wären. Eine mögliche Erklärung ist, dass sie zum ersten Mal entdeckt wurden. Eine alternative Erklärung, dass es nach früheren Begegnungen keine Überlebenden gab, die sie hätten dokumentieren können. Das ist wirklich ungemein beruhigend, Pasco. Dann hoffen wir, dass es einfach das erste Mal war. Wenn sie einen Kampf wollen, kriegen sie ihn. Na, dann hoffen wir mal, dass es das erste Mal war. Das ist die bevorzugte Erklärung. Angesichts der Implikationen für ihr weiteres Überleben. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass ihre erste Interaktion aus Androhung von Gewalt bestand. Das stimmt auch wieder. Auf Wiedersehen. Ja, aber wir müssen nochmal mit General Toft reden. Lieutenant Toft. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Okay, sie hat wieder was für mich. Da hat ein Stück was von meinem Körper gefehlt. Finde ich auch super. Sarah, da. Sarah? Ich habe immer ein Ohr für dich. Hast du was Gutes für mich, Sarah? Oh, klar. Hätte ich fast vergessen. Ornament hinzugefügt. Nice. Ist schön, mit dir zu plaudern. Lass uns das mal wieder machen. Ja, ich wollte nur das Ding abholen, was du für mich hattest. So, wo ist denn Sam? Der wollte ja auch noch mit mir reden. So, da haben wir Barrett. Ist Sam hier? Hier nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Na, wo ist denn der? Unten? Ja, wo ist denn der? Hier unten vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wo der steckt. Ah, ich höre ihn. Der muss oben sein. Okay. Also. Hier hinten irgendwo. Hi. Hi. Kannst du einmal aus dem Weg gehen? Ich muss mit deinem Papa reden. Wenn ein Grafantrieb summt, da fühle ich mich lebendig. So, Sam? Du kommst echt direkt aus so einem Film-Noir-Roman. Undercover gegen die Bösen arbeiten, wow. Mich schüttelt es schon, wenn ich auf dem Schlüssel bin. Wie hast du das bitte geschafft? Ehrlich gesagt, ich hatte eine Heidenangst. Ich bin einfach in die Rolle geschlüpft, habe mein echtes Ich tief vergraben. Ich habe es hingekriegt, das ist alles, was zählt. Ich musste grauenhafte Entscheidungen treffen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Die Systev hat uns in beschissene Situationen gebracht, das steht fest. Ja. Ich meine, der Systev zu helfen, stand sowieso nie auf meiner Wunschliste. Commander Ikande war gar nicht so ein steifer Drecksack, wie ich erwartet hätte. Und letztlich konntest du dich auf ihn verlassen. Also auf die Systev. Ich würde jederzeit wieder mit Ikande arbeiten. Danke für die Unterstützung, Sam. Ich hätte der Systev auch freiwillig geholfen, wenn sie mir die Wahl gelassen hätten. Die Systev war das kleine Übel, so einfach ist das. Ich weiß nicht. Diesmal waren sie irgendwie die Guten, oder? Ich wollte nur sagen, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, was dich angeht. Aber das jetzt. Du hast echt vielen geholfen. Allen. Ich kann unser nächstes Abenteuer kaum erwarten. Ja, okay. Gut, hat er noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Okay, dann wollen wir los. Ich bin jetzt aber auch gerade echt ein bisschen so
mit der Gesamtsituation überfordert, hier muss ich sagen. Antrieb bereit. Auf deinen Befehl kämpfen. Ja, die Gesamtsituation ist echt ein bisschen überfordernd gerade. Also das mit Sarah jetzt, wie schnell das ging. Ich liebe es im Orbit. So. Ach, Krüx. Ja, dann wollen wir los. Hier der Schlüssel. Sprung. Yo. Dann können wir da noch eben schnell ein paar Beweise abliefern. Und wir sind da. So, auf zur Vigilance. Komm, ich ruf die auch einmal. Danke für die Hilfe mit den Fleetschiffen. In Dockingschleuse 1 ist ein Platz für dein Schiff frei. Commander Ikande erwartet dich im Operationszentrum. Okay, dann docken wir an. Mal gucken, hat er noch irgendwie was für uns? Vielleicht geht das auch noch weiter mit Nef und so. Das Schiff hat angedacht. So, und einsteigen. Kein einziger Kratzer. Ich frag mich, wie das wäre. Commander Ikande führt ein strenges Regiment. Wir sollten uns also benehmen. Captain, ja. Freut mich, Sie zu sehen. Frag mich, wie das eigentlich gelaufen wäre, Gibson Fleet ist erledigt. Das verdanken wir dir. Jo. Ich frag mich, wie das gelaufen wäre, hätten wir uns anders entschieden. Das Schild-Upgrade der Vigilance hat im Kampf einen großen Unterschied gemacht. So, erstmal mit ihr reden. Hast du etwas zu berichten? Wenn sich die Nachricht vom Untergang der Fleet verbreitet, dürften in den besiedelten Systemen viele spontane Partys ausbrechen. Was geschieht jetzt mit dem Schlüssel? Letztlich entscheidet das Mast, aber wir haben beantragt, ihn für die Systev umzurüsten. Aber erstmal muss der Gesamtzustand des Schlüssels genau bewertet werden. Die meisten Reparaturen an der Station waren nicht gerade nach Vorschrift. Wenn die Station nicht den Standards entspricht, zerstören wir sie besser. Das hätte auch politischen Wert angesichts ihrer peinlichen Geschichte. Vorerst lassen wir mal einen Sturmtrupp alles nach Sprengfallen absuchen. Sobald sie grünes Licht geben, sammeln dann die Forensiker Beweise. Wenn das erledigt ist, überprüfen wir den Zustand der Station. Das ist ein ganzes Verfahren. Ich habe Beweise für dich. Ausgezeichnet. Ich werde es in unserer Datenbank hochladen. Ich habe etwas über Radley Jaso herausgefunden. Yasuo ist in Wahrheit also Leonel Soto. Wir hielten Soto für tot. Zumindest stand das in der Akte. Ich bringe das auf den neuesten Stand. Aber da Yasuo mit der Crimson Fleet zu tun hat, können wir da noch nicht viel tun. Hast du noch mehr? Das war's fürs Erste. Gut. Da draußen wartet noch mehr auf dich. Bleib dran. Kann ich mir jetzt Missionen zuweisen lassen? Genau. Da du jetzt nicht mehr undercover bist, hast du vollen Zugriff auf unsere Auftragsbörse. So wie jeder beliebige Agent. Okay, ich ziehe Undercover-Arbeit vor. Es wäre nett, von jetzt an unkompliziertere Aufträge zu... Ich bin nicht einfach irgendein Agent. Das hast du wieder und wieder bewiesen. Aber auch für kleinere Missionen sind deine Fähigkeiten hilfreich. Die Menschen, die du rettest, helfen vielleicht anderen. Vielleicht kommen sie auf dieses Schiff. Wenn du also irgendwas in puncto Schiff brauchst, dann rede mit mir und ich werde die Wartungscrew auf den Plan rufen. Oh! Du musst nicht mehr im Depot um Schrott feilschen. Dir stehen die besten Waren der UC zur Verfügung. Also du kannst mir jetzt mit meinem Schiff helfen? Klar. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne mein Schiff... Ich brauche vorerst nichts für mein Schiff. Okay, mal sehen, was du brauchst. Was kriege ich denn hier jetzt für Teile? Schiffsbilder. So, will ich jetzt... Okay. Schnellzündungsreaktor. Klasse B. Die könnte ich mir auch schon holen.
Fliegenrang 4, okay. Der sieht krass aus. So, warte mal. Da brauche ich Raumdesign. Okay, Raumschiffdesign. Aber das sind nur Klasse A-Dinger. Bis auf der hier. Warte mal. Wenn ich hier jetzt nochmal alles wegmache. Was kann ich dann für ein Schiff bauen hier? Wenn das hier jetzt alles rein von denen ist. Wir können ja auch schon Klasse 4 machen. Struktur war das. Oder? Nee, nicht Struktur. Waffen, Station. Landebucht NG6. Landebucht Haupt 4. Ich hätte schon lieber gern hier den Durchgang hinten. Ach komm, egal, dann nehmen wir den erstmal. Weil der ein bisschen breiter ist. So. Cockpits, was kann ich hier Cockpits nehmen? Dann nehme ich weiterhin den hier. Pack den nochmal hier hin. Docker. Wenn ich den hier hinsetze, nach oben. Ach, den kann ich nicht hier hinsetzen. Okay. Dann weg damit. So, wenn ich... Kann ich den da drunter setzen? Auch nicht. Dann machen wir erstmal... Ausrüsten können wir jetzt machen. Hier, Treibstoff, Getriebe. Ich fange damit schon mal hier an. Nee. Das soll so sein und Duplikat. Einmal nochmal hier. Hä? Ja, erstmal so. Dann Graf. Lass mal Wohnmodul erstmal. All in One. Packe ich mal hier hin. Nee. Nicht in All in One hier. Waffenkammer, Captain, Wohnquartier, Computerkern. Kommt hier hin. Und dann, Kontrollzentrum. Hier hoch. So wie Captain Wohnquartier. Kommt hier hin. Dann All in One packe ich hier hinter. Dann Kajütenleiter, Lagerraum. Packe ich hier eins hin. Duplikat nochmal hier hin. So, dann können wir... hier die Waffenkammer hinsetzen. Und hier dann die Werkstatt. Dann habe ich noch eine coole Idee. Dann hier Technikstation. Packen wir mal so hier hin. Und die andere Technikstation auf der Seite hier hin. Dann haben wir da zwar ein paar Lücken, aber diese Lücken quasi, die werden dann alle so verbunden, wie ich das gerne haben möchte. Dann
Hier, Captain Wunkquartier, Computerkern, Kontrollzentrum, Krankenstation. Könnte man das hier so verbinden? Werkstatt haben wir, Wissenschaftslabor, Wunkquartiere. Ja, dann kommen hier nur noch die Wohnquartiere hin. So. Dann Reaktorkern. Dann können wir hier das eine dicke Ding irgendwo hinpacken. So. Der scheint der beste zu sein bisher. Der hier, ja. Wenn wir den dann hier hinsetzen. Dann den müssen wir auch nochmal duplizieren für hier hin. Und den auch nochmal für hier duplizieren. Eventuell nochmal für so hier hinter. Und auch für hier hinter. So, Schilde. Könnten wir den auch noch dazu nehmen. Ja, den packen wir mal hier hin. So, Struktur machen wir gleich. Waffen machen wir gleich. Stationen, Landebucht haben wir. So, Frachtraum. Da brauchen wir wieder Raumschiffdesign. Die könnte man eigentlich auch mal... Boah, das wäre super, wenn wir die solche Dinger hier hätten. Die wären mega. 1200 Fracht. Der auch schon 1000 Fracht. So, aber wir brauchen ja erstmal richtige Frachträume. Welche hatten wir vorher immer? Komm, die packen wir mal hier. So, hier hin. Passt wohl. Dann Cockpits haben wir ja. Wohl, warte mal. Phobos. Achso, Phobos ist ja das Ding. Das kennen wir. Dann Docker könnten wir den hier hinsetzen, würde ich sagen. Ja. So, Antriebe. Was könnten wir für welche nehmen? Warte mal. So, wenn jetzt... So. Dann könnten wir... So was nochmal hier hinsetzen. Oder hier unten hin. Ja. Dann brauchen wir noch was für... die machen wir gleich. Treibstoff. Brauchen wir dann noch... so ein Ding, so ein großes, der hier am besten, wäre optimal.
der hier. Wenn wir den hätten, dann könnte ich den einfach hier hinsetzen. Aber warte, dann können wir hier zum Beispiel so. So. Und ein Duplikat. So. Schon mal hier hin. Haben wir zwar bisher ein als Dings, aber warte mal, wie sieht's aus? Fehlender Grafantrieb. Oh, der Grafantrieb, der fehlt noch. Getriebe haben wir ja. Graf. So, Klasse C können wir ja nehmen. Den hätten wir auch nehmen können. Für da hinten. Nee, nicht da. Den packe ich hier hin. Klasse B, dann haben wir halt ein Klasse B-Ding. Wohnmodule, Reaktor, Schilde, haben wir Struktur. Ist jetzt nur noch Struktur, das fehlt. Wollen wir das da haben? Nee, das wollte ich jetzt nicht. So, was fehlt uns hier jetzt? Definitiv sowas. Das will ich aber dann eher hier haben. Ne, nicht hier. Hier. Und nochmal ein Duplikat. Für da. Verstrebung. Warte, vielleicht doch lieber das hier. Dann würde das so aussehen. Deimos Dämpfer. Ja, das könnte dann hier hinkommen. Dann hier für die Hoppala. So. Nein. So. Aber das gleiche nochmal für die andere Seite. So. Und hier. So. Und dann das hier auch nochmal hier duplizieren. Verkleidung vorne können wir hier hinsetzen. Genauso wie hier nochmal. Nein. So. Und hier nochmal. Dann Hülle. Könnte man so machen, auf jeden Fall. So, für hier oben bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir können auf jeden Fall das Wichtigste abdecken. So. Deimos Kühler. Skek. Könnten wir für unten nutzen. So, und nochmal für die Seite. Dann Skek B. Ja, können wir für hier auch nochmal.
dann Kiel vorne. Warte, genau. So. So. Und den würde ich dann für hier benutzen. Und das machen wir genauso dort. Wir haben auch einfach mal 600.000. Wir hätten eigentlich ein besseres Schiff kaufen können. Warum haben wir das nicht getan? So. Übermäßiger Energieverbrauch durch Antrieb. Schiff braucht zu viel Energie für den Antrieb. Verringere die Anzahl der Antriebe. Brauche ich den hier vielleicht dann nicht? Ich weiß gerade nicht. So, das könnte ich für hier nochmal machen. Wie ich das nochmal so. Nee, das lassen wir mal. Okay, das klappt so nicht. Okay. So, und dann könnte man das hier machen wir die nochmal weg. Vielleicht haben wir dafür ein besseres, was dahin passen könnte. So. Für hier oben auch nochmal. Ne, hier oben passt das nicht. Obwohl, hier könnte man so machen. Und dann das gleiche für die Seite. So. Und hier aber dann so. Okay. Da fehlt aber was. Fehlt mir aber was. Gut, dann machen wir den aber wieder weg und hier oben auch nochmal. Ah, hier, da haben wir das. Glaube ich. So. Ich mache aber auch irgendwie immer so Platten als Schiffe, kann das sein? So, Flügel. Hohe Kappe vorne. Könnte man für hier benutzen, ja. Wenn ich hier jetzt nochmal hingehe. Dann haben wir hier eine Kappe mittig. Dann nochmal so. Oh, jetzt geht das mit Nova los. Gut, dann warte mal. Dimos Hülle A. Das aber. Hier nachfolgen lassen.
Und dann den nochmal. Ah, den kann ich nicht nochmal duplizieren. Warum? Gut. Aber dann würde ich die unten hinsetzen wollen. So. Noch ein Duplikat. Nochmal hier hin. Und davon auch nochmal. Eins hier hin. Ich habe so das Gefühl, dass das hier keine gute Idee ist, dahin zu setzen. Modul unter Landebucht. Alle Module müssen sich über der Landebucht befinden. Ah, okay. Ja. Okay. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders planen sollen. Jetzt haben wir nur einen Fehler. Jetzt fehlen nur noch Waffen. So, Laser Dragon. So, wir können jetzt aber Stufe C nutzen. Wo haben wir die C-Dinger? Hier. Railgun Marodeur 114 AMC. Der sieht aber auch heftig aus. So, komm. Da, ja. Und noch ein hier hin. So. Noch ein Dings hier. Gauss-Gewehr. So, dann haben wir hier. EM-Dämpfer. Laser. Den brauchen wir definitiv. Der sieht aber auch heftig aus. Und Raketenwerfer. Ich würde den hier nehmen wollen. So, wo können wir den hinpacken? Ich würde den mal hier hinpacken. So, eins. Und hier die zwei. Und dann hatten wir hier Raketenwerfer. Alpha-Strahl PB. Vanguard Teilchenkanonen. Okay. Was nehmen wir denn wohl? Wir können jetzt 6 Crewmitglieder hier benutzen. Okay. Auto Alpha Strahl Disruptor. Da brauche ich jetzt wieder Raumschiff Design. Gut, wir brauchen aber definitiv einen Raketenwerfer. Der ist besser. Raketenwerfer Attel. So, maximale Crew 7. So, 3 Fehler. Übermäßige, nicht zugewiesene Waffe. Ungültige Docker-Modulposition. Welcher ist ungültig? Der hier oder wie? Nicht verbundene Module. Welches Modul ist jetzt nicht verbunden? Wer ist denn jetzt nicht verbunden? Der hier? Okay, wenn ich den jetzt auch nochmal nach dahin packe. Kostet jetzt uns 200 Riesen. Obwohl, warte mal. Na, hier oben kann ich den nicht hinsetzen, oder wie? So. Übermäßiger Energieverbrauch durch Antrieb. Was ist zu viel? Der hier vielleicht?
Tatsache, der war zu viel, okay. So, aber wie kriege ich jetzt eine bessere Mobilität hin? So, nicht zugewiesene Waffen. Machen wir hier den Pulslaser. Dann hier den Raketenwerfer. Und hier die Railgun, würde ich sagen. Antriebe brauche ich jetzt mehr, okay. Zurück. Schließen, Antriebe. Ein Antrieb noch. Obwohl, warte, wenn ich den einen Antrieb... den hier nochmal hinzunehme. So. Übermäßige Energie. Braucht zu viel Energie für den Antrieb. Dann. Oder warte. Wenn ich so und so mache, jetzt ist wieder ein Fehler, okay. Dann der hier weg. So. Das ist jetzt nominal, das wäre perfekt, sagt das Ding. Ich wüsste jetzt auch nicht, ach komm, das Ding. So, kann ich alles auswählen und dann nochmal die Farbe. Ne, hier muss... Doch, komm, Sättigung erstmal voll. Und dann hier schwarz. Dann das hier ebenfalls. Sättigung, eine Helligkeit erstmal schwarz. Aber Sättigung auch nochmal voll. Und hier... nehmen wir Rot. Voll der Rotton gefällt mir auch sehr. Sieht sogar ein bisschen metallischer aus, finde ich. Aber irgendwas fehlt mir hier. So, verlassen. Annehmen. Ja, müssen wir uns dann... Alter, warum haben jetzt alle auf einmal mit mir gequatscht? Ich weiß es nicht. Aber in der nächsten Folge quatschen wir nochmal mit Commander Kipwe Ikande und schauen uns unser Schiff an. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!